Jo Gerner macht sich große Sorgen. Sein Pflegesohn Lukas ist plötzlich verschwunden. Er sieht sich gezwungen, die Polizei zu rufen. Jo Gerner, Wolfgang Barrow, macht sich große Sorgen um seinen Pflegesohn Lukas, Oliver Scherkus. Der Teenager ist nach einem Treffen mit seiner leiblichen Mutter Eva, Kati Thiemer, nicht mehr nach Hause gekommen. Polizeieinsatz bei Jo Gerner. Ist Lukas etwas zugestoßen? Gerner macht sich Sorgen und ruft die Polizei an. Kurz bevor die beiden Beamten bei ihm eintrudeln, kehrt Lukas mit seiner Mutter nach Hause. Plötzlich kommt auch die Polizei dazu. Gerner macht Eva eine Ansage. Es ist ein Missverständnis, erklärt Lukas gegenüber den Polizisten. Seine Mutter und er steckten in der U-Bahn fest und hatten keinen Empfang. Gerner entschuldigt sich bei den Polizisten für den falschen Alarm. Doch die Situation lässt ihm einfach keine Ruhe. Gegenüber der Mutter betont er klipp und klar, bevor weitere Termine anstehen, möchte ich mit dem Jugendamt sprechen. Ich bin nicht verärgert, Frau Ruhes. Ich bin besorgt um Lukas. Das vorübergehende Sorgerecht liegt beim Jugendamt und nicht bei Eva. Sie muss künftig alles mit Gerner und Yvonne absprechen. Wie reagiert Lukas auf diese knallharte Ansage? Die neue Folge ist ab sofort auf RTL Plus Sternchen abrufbar.